Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde und solche, die es noch werden wollen, zum nächsten Video der Serie Alle Fahrzeuge in Dirt Rally 2.0. Wir sind immer noch bei den Rallycross-Fahrzeugen und wir sind in einer Division angekommen. Naja, es wird ein relativ kurzes Video werden, denn es gibt nur ein Fahrzeug in dieser Division. Aber dieses Fahrzeug hat es in sich. Ihr seht dort die Werte. Wir haben hier 150 PS bei gerade mal 312 Kilo und 750 Kubik bei 4 Zylindern. Ja, was soll ich sagen? Das Ding hat einfach mal eben einen Motorradmotor eingebaut und hat dazu auch noch Heckantrieb. Das heißt, es wird sehr, sehr lustig werden auf der Strecke. Der ist übrigens von 2016, also noch gar nicht mal so alt, ne? Zum heutigen Zeitpunkt dann ziemlich genau 4 Jahre alt, das Baby. Und ich habe mich eben schon mal ein bisschen warm gefahren, also glaub mir, das Ding... Das macht richtig Spaß und das schreit wirklich aus dem letzten Loch, denn so richtig wohl fühlt er sich erst bei, ich sag mal, zwischen 12 und 15.000 Umdrehungen. Also der dreht ordentlich hoch. So, das Ghost Car machen wir aus und ich kann schon mal einen kleinen Kommentar abgeben zur besten Liste, denn beim Aufwärmen bin ich eine 35.694 gefahren, was uns immerhin schon mal auf Platz 367 in der Gesamtwertung gebracht hat. Aber auch hier seht ihr wieder das gleiche Phänomen wie schon im letzten Video. Platz 367 und Platz 1 trennen gerade mal 4,3 Sekunden. So, 0,31,34. Wieder Vilek Mato auf Platz 1, wie auch schon in der anderen Division. Also der Kollege ist anscheinend ein sehr guter Rallycross-Fahrer. Da bin ich mal gespannt, ob wir in den anderen Divisionen den Herrn auch ganz oben sehen. So, Handschuhe an und dann geht das gleich los. So, wieder direkt auf die Strecke. Handbremse ziehen, damit wir nicht vorwärts rollen. Das Ding kennen wir schon aus dem letzten Video. Oh, gerade ein bisschen den Staub hier runterwischen. Mensch, Mensch, Mensch. So, und ich würde sagen, dann starten wir direkt. Also ihr hört schon, das Ding, das will ordentlich vorwärts. Ist auch nicht ganz einfach zu fahren, aufgrund des Heckantriebs. Na, hier, für diese Strecke sollte man wahrscheinlich am Setup die Übersetzung ein bisschen höher stellen. Oder länger stellen. Weil der da auf der langen Geraden schon sehr an seine Grenzen kommt. Da fehlt ganz eindeutig der siebte Gang. So. Also hier muss man teilweise echt ganz schön gegenlenken mit dem Ding. Aber ihr merkt schon, ich bin auch in den Kurven relativ vorsichtig unterwegs. Schon fast Formel 1-Feeling hier. Gut abgefangen. Da wollte er sich direkt mal rausdrehen. Okay, das war eine neue Bestzeit. Wundert mich jetzt aber auch nicht. Ich habe mich ja vor dem Video nur gerade ein bisschen warm gefahren. Ah, voll Innenbegrenzer. Ja, hier oben auf dem Hügel, da dreht er sich ganz gern mal raus. Und noch mal eine schnellste Runde. Fast eine halbe Sekunde schneller gewesen. Wo ist der siebte Gang, wenn man ihn braucht? Aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, den Wagen zu fahren. Wagen, das ist ja nur ein Kart. Wir gehen jetzt mal in die Joker-Runde. Und eigentlich, also dafür, dass er... Gripverlust beim Übergang auf Schotter.
So, das Umdrehen mit dem Fahrzeug ist natürlich sehr einfach. Einfach Vollgas und einlenken. Der kommt dann schon. So, und gerade bevor er sich gedreht hat, wollte ich nämlich sagen, dafür, dass er Heckantrieb hat, lässt er sich, jedenfalls auf Asphalt, sehr, sehr gut steuern. Also nicht so unruhig, wie manch einer vielleicht erwarten mag. Man muss halt nur aufpassen beim, genau hier, bei dem Übergang auf den Schotter. Da muss man aufpassen. Da fängt er dann an auszubrechen. Nein! Boah, ich wollte gerade sagen, das hätte eine neue Bestzeit werden können. Wurde es tatsächlich auch. Also wenn man das Ding hier gut beherrscht, dann ist hier weitaus mehr noch drin von der Zeit her. Na, shit. Schade, schade. Da war fast wieder schneller gewesen. Letzte Runde. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen, ob es nochmal eine Bestzeit war. Wurde leider nicht mehr eingeblendet. Wir gucken mal. 34.712. Das war nochmal eine neue Bestzeit. Ich bin gespannt. Bestenliste nochmal reingeschaut. Platz 195. 367 waren wir, glaube ich, eben. Ne? Also ihr seht, was, das war jetzt eine Sekunde ungefähr, die wir da schneller waren als vorher. Und ihr seht, was uns das in der Bestenliste bringt. Also das ist hier so verflucht dicht beieinander alles. Das ist echt der Wahnsinn. Gut, alles klar. Ja, Leute, das war es auch schon wieder von mir für dieses Video. Denn wir haben ja nur dieses eine Fahrzeug. Ihr könnt euch natürlich noch... Das sieht so geil aus. Ihr könnt euch natürlich noch ganz geschmeidig wie immer das Replay reinziehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr wie immer Spaß hattet bei meinem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da geht es dann, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue, gehen wir da schon in die Gruppe B. Also Gruppe B, die Allradfahrzeuge aus der Gruppe B in der Rallycross-Version. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich gerne jederzeit kostenfrei erledigen. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bin ich raus. Euer Fatso. Thank you.
Thank you.